Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Pillars of Eternity Let's Play. In der letzten Folge haben wir uns mit diesen bösen Gesellen hier angelegt, also ich kann ja auch so gucken. Svenor, Gavin und Bratan. Und nun würde ich sagen, wollen wir unsere wohlverdiente Belohnung bei dem Müllersmann abholen, für den wir das Ganze ja getan haben. Danach, habe ich schon in der letzten Folge angekündigt, werden wir erstmal nicht in dem Tempel weitermachen, sondern nochmal in das Gebiet vorher zurückgehen und gucken, was wir dort noch so erleben können. Weil ich mich gegen die Schatten ja letztes Mal doch nicht sehr, ja, talentiert angestellt habe. Das werden wir hoffentlich mit etwas mehr Erfahrung im Kämpfen anders machen können. Jetzt aber erstmal die Mühle suchen, was natürlich viel schneller über die Karte geht. Dort hinten. Und ich denke mal, dadurch, dass Edda ja letztes Mal hier markiert wurde, werden wir wohl alle möglichen NPCs auf der Karte auch sehen können. Schmiede, der hat nichts gehabt, jedenfalls nur nichts in unserem Budget. Und Aufraßhaus, da haben wir wohl auch nur nichts zu tun gehabt. Was ich auch mal machen sollte, wäre ins Journal gucken. Aber wie gesagt, erstmal das Schöne, die Belohnung einsammeln und dann suchen wir nach neuen Questen. Ah, und gegen sie hätte ich wahrscheinlich auch kämpfen können. Also ich hätte mich wohl entscheiden können, eine umzubringen oder eben, was ich ja viel lieber mache, die Sache diplomatisch zu lösen. Trumbull nickt euch kurz zur Begrüßung zu. Du bist zurück? Hattest du Glück mit Svenor? Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Er atmet tief ein. Und was hat er gesagt? Ich konnte ihn überzeugen, deine Familie in Frieden zu lassen. Wie? Echt jetzt? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich war mir nicht sicher, ob du zu ihm durchdringen könntest. Die Hilfe in der Zeit, was? Die Hälfte der Zeit, sind sie doch vor lauter so völlig von Sinnen. Ja, aber mit ein paar Krügen Bier kann man die auch wieder, ja, beeinflussen, wenn auch nicht zu Sinnen bringen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Hier, für dich. Er nimmt sich einen Münzbeutel vom Gürtel und drückt ihn dir in die Hände. Die heutigen Tageseinnahmen als Zeichen meiner Anerkennung. Außerdem kannst du dir sicher sein, dass ich alle hier wissen lasse, was du für mich getan hast. Und mäßig positiv. Ja, so langsam müsste ich in Goldtal doch einen ganz guten Ruf bekommen. Einen kleinen Beutel von Münzen ist es mir jetzt nicht wert. Da bin ich doch lieber wohltätig und sag: Ach, behalt es. Dir geht's schon schlimm genug. Dann ist er ja vielleicht auch etwas positiver auf die anderen zu sprechen und gibt sein Getreide vielleicht etwas günstiger ab. Du hast eine edelmütige Seele, mein Freund. Und wir werden es dir danken müssen, dass wir durch das kommende Jahr schaffen. Sichere Reise und mögest du die Gunst der Götter finden. Und nochmal ein positiver Ruf. Und es ruft nicht sehr viel wichtiger als jede Goldmünze, die man bekommt. So, dann würde ich jetzt sagen, nehmen wir mal die nächstbeste Straße und gucken, wo wir dann weiterkommen, beziehungsweise werden in das letzte Gebiet zurückgehen. Ich glaube, irgendwie Tal, irgendwas hieß es ja. Dann lauft ihr mal hier rum. Kann ich währenddessen gleichzeitig Journal angucken? Wahrscheinlich ist das Spiel dann eher pausiert. Dann Quests haben wir angelegt. Fragmente. Meerwald. Oh Gott, und wo war Meerwald? Ah ja, okay, da auch irgendwo bei diesem Kall irgendwas, wo wir hin müssen. Die müssen wir noch suchen, das werden wir auch irgendwann schaffen, denke ich. Und da müssen wir mit Mutter Ranga sprechen. Steht da irgendwo, wo die ist? Auf Geheiß des Fürsten von Goldtal werden alle Mütter mit hochgeborene Kinder würden niemals getötet werden, aus dem Dorf verstoßen. Aufra befürchtet, dass sie schon bald zu diesen Frauen gehören könnte. Und hier soll ich, ja, die Schwester, das wissen wir ja, Auma-Heilerin Ranga aufsuchen. Und die ist Süden zu Anglos. Okay. Nee, was? Ah, irgendwo im Süden ist er auf jeden Fall. Das werden wir schon finden. Unsere Hauptquest ist genau Cat Noir, hieß die. Und alles andere ist schon
erledigt. Ein bisschen schade, dass das jetzt nicht irgendwo anders abgelegt wird. Es ist zwar schön, dass es so ein bisschen, ja, ausgegraut ist, aber ich hätte doch ganz gerne einen eigenen Tagebucheintrag für absolvierte Quests. Aber nun gut. Erfreuen wir uns doch lieber an der schönen Landschaft. Und den Kühen. Haben wir da noch irgendwas? Nee, nur Dörfler. Gut, dann schauen wir mal. Esternwald, Mattmeerbrücke, da müssen wir hin. Und für heute werden wir wohl mal im Talholz rumgeistern und gucken, was wir dort machen können. Dann gibt's wieder so eine furchtbar lange Ladepause. Druiden besitzen ein breites Spektrum an Wirkungsbereich Angriffszauber. Außerdem besitzen sie die Fähigkeit, sich durch Geisterwandel in eine Tiergestalt verwandeln zu können. Also wie in Baldur's Gate, das ist doch schön. Ich fand auch immer, dass die Druidenzauber und die Waldläuferzauber eigentlich immer ein bisschen besser waren als die eigentlichen Priesterzauber. Also in Baldur's Gate natürlich. Vor allem Einspruch habe ich geliebt, das war diese Insektenplage. Die hat man dann einfach auf eine Gruppe von Zauberer gejagt und dann konnten die nicht mehr zaubern. Und hier ist alles voll mit Geistern. Das ist doch wirklich gruselig. Lagerfeuer, ja, komm, das nehmen wir alles hier mal mit. Auch wenn die blöde Armbrust uns nur 10 gibt. Aber irgendwie werden wir auch dazu gedrängt, eine Armbrust zu benutzen. So viele, wie wir schon gefunden haben. Der kleine Wolf hat sicher keine Möglichkeit, sich zu uns teleportieren. Ist also ein leicht gefundenes Fressen für unsere Krieger. Zerschmetterte Stücke einer Kiste sind zusammen mit etwas schlammigem Gemüse auf der Erde verstreut. Und den Wolf sollten wir natürlich looten. Ups. So. Was bedeuten aber eigentlich die Zahlen? Waren das die freien Inventarplätze, die wir haben? Muss ich mal ein Auge drauf halten. War es das schon? Scheinbar ja. Nee, da können wir noch weiter. Gut. Wäre ja auch schade, nur wegen einem Wolf hierhergegangen zu sein. Wir haben zwar auf jeden Fall noch die Kobolde oben rechts irgendwo, aber ja, mit denen können wir uns, denke ich, auch Zeit lassen. Das wird wohl das Hauptkämpfchen sein. Oh, 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 eine kleine Höhle. Dann wollen wir die doch gleich mal erforschen. Schwere Rüstungen bieten mehr Schutz, verlängern aber auch die Erholzeit. Gut, 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 gut. Ich lese jetzt auch so ein bisschen die Tipps mit, damit ich einfach die ein bisschen eher im Gedächtnis behalte. Hier werden wir mal warten, ihn schlagen. Du darfst niederschmettern. Und ihr zwei benutzt dann, sobald er zum Halten kommt, eure Arkangeschosse. Nicht Arkangeschosse, Arkane-Angriff. Ich werde es aber Arcanes Bombardement oder Magisches Bombardement nennen. So sieht es mir nämlich am ehesten aus. Okay. Ja gut, in Baldur's Gate waren die Bären ja doch relativ stark. Das ist gut, dass ich das jetzt so schnell hier schaffe. Und ein Verletzter? Nee, nur eine Seele. Wahrscheinlich ein Toter. Sieht ja auch sehr tot aus. Der verehrte Geist. In der muffigen Höhlenluft scheint eine Gestalt zu schweben. Ihre Form und Züge verschwimmen und winden sich in kaskadierenden, auch ein Wort, was ich nicht so oft lese, Wellen der Weißglut. Du spürst, wie ihre Energie um deine Gliedmaßen strudelt und sie mit einem starken Frostgefühl erfüllt. Dann wollen wir die Seele mal lesen. Du streckst eine Hand nach dem Geist aus. Im Moment des Kontaktes fühlst du dich so, als hättest du einen Schlag erhalten. Du taumelst mit schwindeligem Kopf hilflos in die lauernde Finsternis hinein. Am Rande deines Sichtfeldes kommt Licht auf. Du spürst die Sonne im Rücken und das Gewicht eines Bogens in deiner Hand. Dir wird plötzlich bewusst, dass du lange weg aus dem Tal gekommen bist. Was? Dass du lange weg aus dem Tal gekommen bist. Ja, super deutsche Übersetzung. Wahrscheinlich eher, dass du einen langen Weg in den Tal genommen hast, um Hirsche zu jagen. Jetzt stehst du vor einer Höhle und die Finsternis erstreckt sich weit in sie hinein. Trotzdem geht dein Freund vor dir forsch nach vorne und sein roter Umhang schlenkert um seine Fersen. Du folgst ihm mit hämmernden Herzen in der Brust tiefer in die Höhle hinein.
Etwas brüllt dort wie ein Donner und das Echo dieses Gebrülls ist überall um dich herum. Die Angst packt dich und du taumelst, fließt in Richtung des Lichtes auf den Ausgang zu. Du siehst Metall glänzen und hinter deinen Knien brandet urplötzlich stechender Schmerz auf. Du schreist, taumelst und fällst. Deine Gedanken sind völliges Chaos und werden vom Schmerz durchstochen. In einem Moment schrecklicher Klarheit aber siehst du, wie dein Freund vom Höhlenrand zu dir zurückschaut. Sein Dolch ist wie ein Umhang auch blutrot gefärbt. Ha! Das lesen wir gerade, eine echte Dolchstoßlegende. Oh, oh Gott, war der schlecht. Und dann schiebt sich diese riesige dunkle Form über dich, gefolgt von noch mehr Schmerz. Die Vision schwindet und du wirst mit scheinbar ärgerlicher Wucht wieder in dein eigenes Selbst zurückgeworfen. Die Leiche liegt zu deinen Füßen und der Geist verweilt immer noch. Im Energiebogen zwischen euch beiden spürst du eine gewisse Frage, Verwirrung und Wut. Geistlicher, das ist interessant. Grausam bin ich ganz sicher nicht. Ja, ich rede mal mit ihm. Ich könnte ihn jetzt mehr oder weniger auch, bekehren, also turn undead, aber ich werde sagen, ich traf ihn unterwegs, dein Freund. Urplötzlich strömt vom Geist eine Art peitschender Wut aus. Zorn und Trauer scheinen wie Rauch aus der glänzenden Gestalt zu strömen. Warum nicht Quest annehmen? Ich werde ihn finden und dafür sorgen, dass er für das, was er dir angetan hat, büßen muss. Ob das jetzt besonders wohltätig ist, sei mal dahingestellt. Einen Moment lang scheint der Geist hell zu brennen und dein Kopf erfüllt sich mit widerlichem Triumph. Der Geist scheint durch die Kraft seines eigenen Jubels geschwächt zu werden. Er wird immer schwächer und schwächer, bis du abermals in der Höhle allein bist. Wahrscheinlich eher Biss, aber na gut. Über die deutsche Übersetzung sollte ich mich echt nicht mehr aufregen. Dazu habe ich mittlerweile wohl echt genug gesagt. Eine billige Axt, aber gut. Oder eine Helbarde wohl eher. Die können wir auch verkaufen. Mäuse kriechen durch Augenhöhlen und über deine Oberschenkel. Weg hier. Und eine kleine Höllenkoralle. Auch interessant, das ist wahrscheinlich auch eine Höllenkoralle, nehmen wir gerne mit. Und dann haben wir eine neue Quest. Ich denke, ein einziger einzelner Mensch umzubringen ist eine Quest, die ich meiner doch recht noch recht schwachbrüstigen Gruppe durchaus auferlegen kann. Schön, übers Wasser kann man auch. Und da sind die Kobolde vom letzten Mal, gut. Die Aufstellung scheint erstmal zu passen. Du greifst ihn an. Du machst erstmal nichts. Du greifst ihn an. Du wartest noch mit deinem Arkanenfeuer. Und du machst dein arkanes Feuer auch hierher. Bam, bam. Okay, das zweite hat wenigstens alle gefallen. Und da war schon wieder 98. Also sind es die Crits, die so extrem Schaden machen, oder? Anders kann ich mir diese 80 echt nicht erklären. Ja, Mai, hier trag mal alles zum nächsten Verkäufer. Oder zum nächsten Händler, besser gesagt. Da haben wir eine gefütterte Haube. Etwas Swef. Und Entschlossenheit von 3. Ja. Gut, und oh, jeder Kobold hatte sein eigenes Haus, ist ja Wahnsinn. Die Verstrebungen und Verstärkungen sind groß genug, um die Rippen- und Wirbelsäule eines Drachens zu sein. Also haben Kobolde einen Drachen erlegt und daraus sich Häuser gebaut, oder was? Müssten ja wirklich Helden gewesen sein. Gut, dann haben wir hier hinten noch einen schwarzen Fleck. Schauen wir mal, was wir dort so finden. Wir sollten uns auch mal ein bisschen mehr mit den Möglichkeiten des Interfaces beschäftigen, aber das werde ich in Offscreen-Time machen. Ich denke, das ist jetzt für euch nicht so wirklich interessant. Und wenn ich was ganz Tolles finde, werde ich es euch eh wissen lassen. Tenfrid. Als er dich kommen hört, schaut der junge Zwerg, der den Eintopf kocht, erschrocken auf. Er lässt seine Schöpfkelle fallen und verspritzt dadurch Eintopf auf den Boden. Gut, wenn jemand so nervös ist, wenn ich komme, der hat sicher was zu verheimlichen. Was? Der Bandit
Der Bandit dreht sich um. Schnappt ihn euch, ihre Hunde! Ihr Hunde, ja, schnappt ihn euch, ihr Hunde, und sorgt dafür, dass unser neuer Koch nicht durchbrennt. Ups, jetzt, warte mal, kann ich das nochmal... da vielleicht. Ja, genau. Und Tenfred ist der Koch, okay. Hilfe! Bitte Hilfe! Einer der Banditen gibt Tenfred im Vorbeigehen einen Tritt, worauf er in sich zusammenzeigt. Gut, ja, das sollte möglich sein. Aufstellung einnehmen. Du gehst auf ihn. Du gehst auf ihn. Und meine zwei Magier werden den Bogenschützen da hinten mit magischen Geschossen eindecken. Raps! Reicht das schon? Na, fast. Dann macht der gute Alot nochmal Geschosse. Ich gehe erstmal hier hin. Aus der Rapsbahn. Und der letzte. Ah, das ist schön. Also hier fühle ich mich schon sehr viel stärker als in diesem blöden Tempel. Na komm, mach den fertig. Wir könnten auch mal einen Widerwurf benutzen, warum nicht? Zu spät. Muss ich mal früher dran denken. Bisschen Obst, okay. Wieder ganz gutes Zeug. Gut. Und dann wollen wir mal gucken, was der Zwergenkoch so kann. Bei der Flamme, ich danke dir. Danke, danke. Ich dachte, ich müsste diese ignoranten Wiesel für den Rest meines Lebens bekochen. Oder halt, bis sie meiner überdrüssig würden. Ich muss zurück nach Hause. Ich hoffe nur, dass es noch keinen Ersatz für meine Verpflichtung gab. Oder für mich verpflichtet wurde. Der Zwerg sieht fassungslos aus. Ey, hör mal. Wenn du das nächste Mal in Goldtal bist, dann schau doch mal im Schwarzen Hund vorbei. Ich werde Paska berichten, was du für mich getan hast. Sie wird sich dann bestimmt eine Gegenleistung einfallen lassen. Oh, wieder an mein Herz zurück sein. Goldtal viel positiv. Dafür, dass das jetzt doch sehr, sehr einfach war. Gut, gut, freut mich, das gekriegt zu haben. Das Zeug nehmen wir auch wieder alles mit und wir gucken, was hier noch drin ist und dann schauen wir mal, was unser Inventar so zu bieten hat. Oh, ein Zepter, zweihändig, aber genauso stark wie mein aktuelles, okay. Reis, Fleisch, Kochmaterial und Pfennige. Gut. Was haben wir hier? Und noch ein bisschen Gemüse. Dann können wir ja schon ein richtig schönes Festmahl für uns kochen. Bis auf ein paar beschmutzte Feldbetten und den Gestank ungewaschener Körper ist dieses Zelt leer. Gut. Dann, da unten ist offenbar noch was. Hups, was habe ich jetzt gemacht? Mein kleiner Wecker piepst gerade vor sich hin, auch hofft, dass es nicht so laut, als dass es hört. Aber der steht eigentlich weit genug weg, das sollte kein Problem sein. Okay, Magier wieder nach vorn. Gott, diese Sache. Ich glaube, ich werde doch Edda zu unserem Anführer machen. Allein dadurch, dass da nicht weiter so nervige auf unsere Zauberei stattfindet. Auf unsere Zauberei. Gut, klein bisschen was Verstecktes. Ah, dieser furchtbare Weckhaus. Ich stelle den mal noch ein bisschen weiter weg. Diese alten Mauern scheinen einst die gesamte Lichtung umgeben zu haben. Nun ist nur noch ein kleines Stück davon übrig und die nach oben führenden Stufen sind zerbröckelt. Dann untersuchen wir das mal genauer erst. Die schweren Mauerziegeln sind moosbedeckt und glitschig, was das Klettern behindert. Die Steine selbst aber scheinen robust genug zu sein. Mit dem richtigen Werkzeug könnte man die Mauer bestimmt erklimmen. Dann erklimme ich mal die Mauer. Ich habe aber noch keinen dieser tollen Kletterhaken. Den hätte ich jetzt sicher gebrauchen können. Dann schauen wir mal, ob Lisa das schafft. Sie ist eh ersetzbar, also ja. Die brüchige Mauer ist jetzt noch ziemlich hoch und ihr unebener Oberfläche verheißt einen schwierigen Aufstieg. Wer soll erklimmen? Die Lisa, wie gesagt. Lisa findet an einem der größeren Steine Halt und beginnt die Mauer zu erklimmen. Der ungleichmäßige Halt aber erschwert den Aufstieg und nach kurzer Distanz muss Lisa abbrechen. Gut, dann werden wir nochmal versuchen, Edda da hochzuschicken.
Er hat's wohl geschafft. Edda findet an einem der größeren Steine Halt und er beginnt den Aufstieg. Trotz einiger lockerer Steine und schwieriger Winkel kommt Edda schnell voran und reicht die Oberseite der Mauer zügig. Dann brauchten wir ja doch keinen Kletterhaken, aber mal für später werden wir den auf jeden Fall uns mal kaufen. Oben angekommen hilft dir Edda die Mauer hoch und über sie hinweg zu klettern. Okay, was haben wir hier für einen? Einen magischen Handschuh der Reflexe, so, und ein gekritzelter Brief, den lesen wir gleich mal. Vollwarnung, ich glaube nicht, dass du dieses jemals lesen wirst, aber du hattest recht. Wir hätten zusammen nach Süden reisen sollen, es wäre sicher für beide gewesen, für uns beide. Gerne würde ich alle Häme der Welt ertragen, würde ich nur überleben, um sie zu hören. Ich habe mich aus der Reichweite der Biester entfernt, die unter mir kreisten, aber ich bin trotzdem erledigt. Ich glaube nicht, dass ich wieder hinabsteigen werde. Wer auch immer das hier findet, betet für mich. Vielleicht werde ich im nächsten Leben lieber Wölfen nachstellen. Als den Kerl, den du umgebracht hast, aber ich glaube nicht, dass das der Typ hier war. Nehmen wir trotzdem mal alles wieder mit. Sind auch bei 4 Camping-Ausrüstungsgegenständen. Das können wir dann bei Bedarf mal hier in der Gegend machen. Und da hinten ist nochmal Blutmoos. Gut, wird immer alles gerne mitgenommen. Und runterklettern. Du schwingst dich über den Rand und wählst einen Weg nach unten zum Boden. Wäre ja auch furchtbar, wenn wir jetzt abgestürzt wären. Gut, da hinten wird wohl nichts mehr sein, da auch nicht. Dann sind wir wohl hier erstmal fertig. Mal schauen, wie schnell wir jetzt zur Karte kommen. Das war ja auch immer so eine Sache, die haben ja immer eine recht große Distanz schon benutzen können. Da wollen wir nicht zurück. Wir könnten jetzt nach Goldtal und mal den Koch aufsuchen. Wir könnten in den Esternwald gehen. Wir sollten, glaube ich, beim Tempel erstmal noch nicht weitermachen. Da habe ich kein so großes Gefühl. Deswegen, wir gehen nach Goldtal, reden mit dem Koch, gehen dann mal eins weiter. Ah, ich vergesse immer diese blöden E-Mails auszuschalten. Und dann werden wir, ja, entweder den Tempel reinigen oder eben weiterziehen. Wir wollen mal gucken. Ich denke, in der Runde werden wir eh nicht mehr rauskriegen. Wie gesagt, der Wecker, den sehe ich jetzt nicht ganz. Aber das wäre toll, wenn ich ein Wetter auf 30 Minuten schalten könnte. Aber ich muss mir da mal eine gescheite Uhr für besorgen, für dieses Let's Play. Oh je, die schöne Landschaft. Sollen wir nochmal mit Utgard? Oh, wer war da oben? Klink und Zox. Ich glaube, mit denen zwei habe ich noch nicht geredet, aber wie gesagt, die haben jetzt eigentlich keine so hohe Priorität. Wenn wirklich einer neben mir steht oder falls ihr sagt, dass ich wirklich jeden einzelnen dieser Kickstarter-Leute anreden soll, mache ich das. Aber aktuell ist mir das auch einfach zu viel Zeit, was da drauf geht. Die Zeit kann man doch viel sinnvoller benutzen. So, der Koch ist jetzt wohl in der Küche. Genau. Aber erstmal rede ich hier mit ihr. Hallo und willkommen in der... Die Schankwirtin schaut auf dich. Oh, du bist es. Tinfrid hat uns gesagt, was du für ihn getan hast. Wir sind so erleichtert, dass er wieder bei uns ist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Von nun an kannst du dich als Ehrengast unseres Hauses betrachten. Rabatte auf Met, auf Zimmer. Tinfrid sagte, er wolle in der Küche schnell etwas Feines für dich zubereiten. Richtig gehört. Er ist schon wieder beim Kochen. Also, was hättest du gerne? Ach, erstmal nix. Dann redet mal einer kurz mit dem. Zu spät zum Abendessen. Ja, was für eine heroische Quest, die wir hier gerade erledigt haben. Ah, du bist es, mein Retter. Er deutet mit einer ausladenden Geste auf die Küche um dich herum. Es ist schön, zurück zu sein. Glaube nicht, dass deine Taten unbelohnt bleiben werden. Ich habe beschlossen, dass du dir das Recht verdient hast, einen meiner bestgehütesten Geheimnisse zu erfahren. Mein liebstes Rezept. Danach wirst du nichts anderes mehr essen wollen. Eine herzhafte Pastete, die dich gesund und munter halten wird. Möge es dir auf deinen Reisen gute Dienste erweisen. Gut, dann würde ich sagen, werden sich meine Leute hier sammeln.
beenden wir mal die Runde. Ich bedanke mich für eure Anwesenheit und hoffe, euch das nächste Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!